So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur zweiten Folge Far Cry Blood Dragon. Drecken. Und ja, wir sind hier in dieser Höhle. Und wir haben einen Spielerwechsel gemacht. Genau, jetzt spiele ich und ich werde mir jetzt erstmal den Brief hier hinten angucken oder... Keine Ahnung, das ist ein... Ja doch, das ist eine Notiz. Genau, und wie wir in dieser Höhle gekommen sind, seht ihr in der vorherigen Folge. Genau, die könnt ihr euch angucken. Und ja, die könnt ihr euch sogar angucken. Ja, die könnt ihr euch. Das dürft angucken. Ihr sogar. Und wenn ihr sie nicht gesehen habt, dann macht hier einen Cut und guckt sie euch erst an und dann... Denn es hat keinen Sinn, das jetzt anzugucken. Genau. Denn unsere Sachen sind qualitativ hochwertig und noch nicht so witzig. Wir müssen mehr Scheiße bauen. Ja. Jetzt bau Scheiße. Das kommt noch. Wir müssen erstmal die Einführung abschließen. Also, oh, du nekrophile Arsch. Mit C tust dich ducken, falls du T-Bagging machen willst. Ja, ich muss erstmal in die Steuern kommen. Also ich gucke mir jetzt erstmal den hier an. Escape drücken. Wir gucken ihn gleich an, ne? Angucken. Ja, VHS. Die Insel steckt voller Geheimnisse. VHS-Kassetten aus einer vergangenen Filmära. Carlites Notizen von einem Wissenschaftler gleichen Namens. TV-Geräte mit einer... mit eigenartigen Figuren. Und wir müssen ganz kurz einen Break machen. TV-Geräte mit eigenartigen Figuren, eine Vielzahl von Tieren zum Jagen. Suche gründlich und die Wissenschaftler werden dich dafür mit Waffen aufsetzen belohnen. Okay, ich esse gerade mal was, also nicht stören lassen. Okay. Datenkonsole, wir gucken uns den Brief gleich mal an, oder? Würde ich sagen. Wo haben wir ein sammelbares bestimmt? Dr. Carlites Notizen, 10. Carlites Notizen 010. Wir haben mit dem Experiment begonnen, das Drachenblut waffenfähig zu machen. Wenn meine Berechnungen stimmen, und das tun sie, verändern wir damit die Welt und erbauen sie in unserem Sinne neu. Sloan und ich. Ja, schön, dass mein Satz beendet. Sehen Sie, Dr. Darling, ich brauche sie nicht mehr. Ich stehe nun weit über solch trivialen Gelüsten und wie Geschlechtsverkehr. Meine Genitalien können bleiben, wo sie sind, in dem Behälter in meiner Schreibtischschublade. Oh, hatte auch wie Ted Bier. Ja. Wer Ted Bier nicht kennt, unbedingt CNN and Happiness Ted Bier 1 und Ted Bier 2. Dann wisst ihr, wovon wir vielleicht reden. Ich brauche sie nicht mehr. Sie sind mir irgendwann abgefallen. Wozu braucht eine Gottheit noch Eier? Oh. Verstören. Mein lieber Dr. Carlyle. Haben wir noch irgendwas? Weil da noch... Nein. Tiere? Haben wir auch noch nichts? Forschungsdaten? Tiere? Was? Ja, die Forschungsdaten, sollen wir uns die angucken, oder? Na, ja, warum nicht? Bevölkerung Rex Power Code. Willst du folgen? Nachdem er von den Toten zurückgeholt wurde, war Sergeant Cold das Flaggschiff der Cyber Commandos aus der Mark IV-Reihe. Nach der Verwandlung war seine Erinnerung löchriger als ein Schweizer Käse im Mäusekäfig, aber sein Dienst für die Omega Force und seine Loyalität Sloan gegenüber hielten ihn auf Trab, zumindest bevor die loyalere Mark V-Serie eingeführt wurde und bevor Cold aus der Omega Force ausgemustert wurde. Das Problem dabei ist nur, niemand hat ihm Bescheid gesagt. Ja, so komme ich mir manchmal auch vor. Ganz ehrlich, beim ersten Durchspielen habe ich mir dann nichts durchgelesen und jetzt wird einiges klarer. Ja. Spider-Brown. Spider und Rex sind beste Freunde. Zu sterben und dann als ein Paar unaufhaltbarer Killermaschinen wiedererweckt zu werden, kann man wohl als zusammenschweißende Erfahrung bezeichnen. Trotz ihrer unterschiedlichen Besoldungsstufen verlässt sich Leutnant T.T. Brown voll und ganz darauf, dass Sergeant Cold den Großteil der Arbeit erledigt, während er für das Hacken, Infiltrieren und Sprücheklopfen programmiert wurde. Die beiden Männer sind die letzten Überlebenden Mark IV Cyber-Command. Man kann denken, dass ich genauso programmiert wurde. Kacke. Ja, wie geil, genau. Ist das? Ich mach die Arbeit und der... Was? Sagt dir das, ist eine Lüge. Und das weißt du auch. Ja, genau. Ja, immer. Ja. Immer. Okay, das wird jetzt pervers. Ja. Ich höre jetzt wieder auf. Colonel Ike Sloan. Es heißt, als Colonel Ike Sloan geboren wurde, sei er mit einem Messer zwischen den Lippen aus dem Mutterleib gekrochen. Er war der ultimative Soldat seiner Zeit. Dieser Übersoldat wurde zur Vorlage für alle Cybersoldaten der Omega Force. Sogar ihre Kampfsubroutinen basieren auf seinen Erfahrungen und Fachkenntnissen. Ich würde mal sagen, der hatte ein sehr einschneidendes Leben.
Es fängt schon an mit unserer Comedy-Mitation. Ja. Fraktionmacher, oh. Omega Force, wenn du zu den Besten gehörst und für dein Land stirbst, kommst du als supertödlicher Cyber-Kommando zurück. Dann hast du Killer-Skills, die tödlichsten Spielzeuge und so viel Glitzern des Chrom auf dir, dass Muskelkars feuchte Augen kriegen. Muscle. Es sind Muskelautos, aber es heißt Muscle Car. Ja. Die Nachteile, Fragezeichen? Deine Vorliebe für Kätzchen und Strickzeug wird durch Sloans Kampf so Protein ersetzt. Außerdem wirst du geradezu selbstmörderisch loyal einem Mann gegenüber, der weniger Selbstkontrolle besitzt als ein Kinderstar, der in die Pubertät kommt. Who's Justin Bieber? Who's Miley Cyrus? Was? Who's jeder? AGM9. AJM9. Also bitte, wir sind hier in Deutschland. AGM9. Jeder weiß, dass diese Faustwaffe großartig ist und mit einem heftigen Mündungsfeuer und Dreiersalven, bei denen deine Gegner sich wünschen, ein Pferd hätte ihnen die Nüsse getreten. Die Waffe wurde nach einem DPD-Polizisten benannt, der im Dienst in den postindustriellen Megaslums von Detroit erschossen wurde. Na, von wem wohl? Von wem? Ja, ich sag nur, Feindstufe schwarz. Ah! Phasertron. Man sollte meinen, ein Gerät mit dem Namen Phasertron könnte bestimmt irgendwas Cooles rausfallen. Wie Laserstrahl oder Honigdachse, aber weit gefehlt. Dieses Sturmgewehr verschießt langweilige Kugeln, bis man es irgendwann mit einem Upgrade versieht, das dann endlich tödliche Strahlen verschießt. Yay! Jetzt denkst du dir sicher, scheiße. Jetzt, wo du es gesagt hast, will ich eine Knarre, die tollwütige Honigdachse verschießt, die alles platt machen. Warum musstest du mich auf solche Ideen bringen, Mann? Tut mir leid, damit musst du leben. Das sind so welche Schweine. Ja. CobraCon! Kennst du dieses brennende Gefühl, das man manchmal kriegt, wenn man im Bad sein Ding macht? Was? Ja. Nee, was für ein Ding? Wahrscheinlich. Ah, ja, okay. Nicht aus. Jetzt stell dir vor, das passiert in deinem Schädel. Genau das passiert nämlich, wenn man dieses Gewehr mit einem geübten Scharfschützen in die Hand drückt. Drückst du es einem schlechten Scharfschützen in die Hand, verschwendest du nur Munition und die Waren, die er verfehlt, drehen sich im Kreis und fragen sich, was sie da gerade gehört haben. Herrlich, also, ehrlich. Herrlich, ehrlich. Mit ihrer Galeria 1991. Wenn es um Schrotflinten geht, fallen oft die Begriffe Mannstoppwirkung und Schneisenschlag. Aber die Wahrheit ist, mit einer Schrotflinte kann man sich so richtig wie ein hammerhartes Arschloch fühlen. Ach was, wie der Gott der hammerharten Arschlöcher. Man muss kein mitwitziger Waschlappen mehr sein, der es allen beweisen muss, um seine Waschlappenfreunde zu retten. Nein, zwei Schrotladungen in die Fresse und dann ist klar, wer das sagt. Genau das macht eine Schrotflinte für mich in Spielen aus. Da haben sie recht. Aber zu 100%. Ja. Ganz ehrlich, es gibt nichts Cooleres als eine Schrotflinte. Und Granate! Wunderschöne Brücke hier. Diese wunderschöne karibische Insel, auch bekannt als Gewürzinsel. Oh, wir sind in der Gewürzinsel. Ist ein weltweit beliebtes Touristenziel. Deren Ökotourismus und ihre schönen Strände sowie ihr Nachtleben voller Kalypso und Reggae genießen wollen. So viel zu Grenada, dem Inselstaat. Granaten wiederum sind kleine, fiese Dinger, die explodieren. Man wirft sie weg und ruft irgendeinem dummen Quatsch wie Granate raus und da macht es Bumm. Bumm. Ja, das waren jetzt die Daten. Ich würde sagen, wir machen es weiter. Ja, es wird ja auch Zeit. Das hat jetzt jeder geskippt, du Dödel. Ja, bestimmt, wird ich. Aber für die, die es sehen wollten. Die haben es jetzt gesehen. Genau. Punkt. Also, wir gehen einfach mal weiter. Ja, los, komm, ab durch die Suppe. Einfach mal laufen. Ich höre irgendetwas. Oh, so ein Licht am Ende des Tunnels. Und eine blaue Spur. Was ist das für ein blauer Schleim? Ah! Scheiße. Soll das eigentlich an Alien erinnern? Dass er so oben rumhängt? Nee, zum einen, dass er oben rumhängt, zum einen, dass so ein,
Roboter. Okay. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Sie furzen also den ganzen Tag. Ja. Nee, in Alien gibt's doch, glaube ich, auch so eine Szene, wo halt, wo sie durch das Schiff laufen und dann einen halben Androiden. Hast du, ja, sehen. Ja, genau. Ich muss den Film unbedingt mal sehen. Warum kenne ich so viel darüber und habe ihn noch nie richtig gesehen? Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Genau, da gibt's halt auch nichts zu sehen. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ah. Olli Auge aufs Faust. Was? Wir haben keine Cyberherzen mehr. Mann, wir haben für die, wir haben für nichts gesammelt. Mist. Das ist Mist. Das Ding steht... Hocken! Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Barren wegzulocken. Oh. Jetzt reiß sie, reiß sie. Ich frag mich, wie dieses Spiel eine USK 16 gekriegt hat. Also in manchen Szenen ist das schon nett. Aber es sind ja nur Cyborgs. Herzschmerz. Kicher. Also wenn ich hier einen Tipp geben darf, ich würde am besten links hinwerfen. Du musst rechts nämlich wieder hin. Dann das Herz was? Benutze den Pectoralis Major um den Anterior Deltoid und drücke G um. Alter, wie geil. Hier, Junge. Warum wissen wir so wenig über Muskelanatomie? Warum? Geht da durch, der macht dir nichts. Das ist kein Skyrim. Jetzt ist er eh weggerannt. Genau. Den markierten Aussichtspunkt erreicht. Nein, noch nicht auf. Muss man noch in ihrer Nähe. Kann ich aufstehen. Das macht dich kaputt. Oh oh, du hast Lärm gemacht. Bist du blöd? Nein! Renn! Oh nein! Ah! Renn! 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 Oh! Vergessen Sie nicht. Der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Drachen werden von einem akustischen Phänomen namens Geräusch angelockt. Bleib in der Hocke. Nein, du wirst gleich umgebracht, du Idiot! Du bist so blöd. Nein, ich bin einfach nur Action-Held. Du musst da eigentlich, glaube ich, woanders hin. Nee, du musstest da eigentlich ein Herz reinwerfen. Du hast es natürlich alles verkackt. Nein, das kriegen wir noch hin. Oh nö! Du hast... Toll. Da sage ich echt nur tolle Wurst. Drei Drachen auf einmal. Das kriegen wir schon hin. Jetzt musst du es schon schaffen. Ja komm, die kümmern sich alle darum. Ich kann es euch alle wegkommen. Das zu verkacken? Duck dich, du Idiot! Och man. Sie holen sich die Wissenschaftler. Hauen sie ab. Nicht, wenn sie es mit Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Sie wissen nicht, dass ich da bin. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die sie nutzen können. Nein. Doch. Nein. Hau ab. Der ist leer. Oh. Du musst wieder ins Missionsgebiet. Ich bin schon da. Ich glaube, niemand hört uns. Egal. Deswegen flüstern wir ja auch. Wir werden nie. Bist du verrückt? Du musst jetzt durch. Komme, was wolle. Komme, was da wolle. Hab ich noch ein Herz? Ja. Du darfst aber nicht zu nah rangehen, das ist auch wichtig. Soll ich noch ein Herz dahin hinschmeißen? Das kannst du machen. Ich glaube, wenn ich spiele, werde ich das Spiel ownen. Okay, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Töten die sich jetzt gegenseitig, weil sie alle das Herz haben wollen? Das wäre witzig. Nein, tun sie nicht. Geh da weg. Ich hab's gleich geschafft. Geh da weg. Ich hab's gleich geschafft. Schneller. Der sieht mich nicht, ne? Nee. Nein. Später kriegst du noch die Fähigkeit, dass du in der Hocke schneller bist. Kann man noch rollen? Nee, rollen kannst du nicht. So. Die Drachen hören sie, wenn sie nicht in der Hocke sind. Jetzt immer noch. Nein, nein, die sind schon weg. Oben rechts wird's angezeigt. Oh, coolen Bogen. Ja! Oh, und C4. Mission, Cyborg-Sicht nutzen, um geh mal da um die Ecke. Ausguck zu markieren. Da. Mit R tust du Spannen abbrechen. Richtig. Halten, Pfeil, anspannen. Ich kann es dir schon noch sagen. Also, ist es nicht wirklich schwer. Du hast ja... Far Cry 4 gespielt, also... Ja, ich muss nur die Steuerung wissen. Auf mehrere Arten. Übrigens, jetzt müssen wir wieder Eigenwerbung machen. Haupttor oder
Wir haben auch ein Team Fortress Co-op. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach was. Wer ist auf 1, ne? Verstanden. Ja. Da drüben links kannst du auch nochmal hin. Daran, dass es zwei Wege gibt, links, die Megaschilde dahin zu ja, geh doch mal. Entweder an der Konsole. Aber das sind Drachen. Muss auch aufpassen. Kann man das nicht hier runter? Doch, 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 kannst du schon mal. Ich glaube, das habe ich so gemacht. Ich bin da links gar nicht mal hingegangen. Was ja, glaube ich, auch ganz gut ist. Du, Ken. Du bist in Far Cry 4 aber auch wirklich durch alles durchgerannt. Ja. Das würdest du auch machen in so einem Krisengebiet. Ja. Erstmal. BOOM! Stirb! Muss ich da hin? Ja, ne? Da hinten sind Alarme. Wow, wie faul ist das eigentlich, nur mit dem Bogen rumzuschießen? Das habe ich, glaube ich, auch einmal gemacht. Das ist einfach nur so einfach. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Keine Ahnung. Den Sniper, den kann man schon ausschalten von der Entfernung. Soll ich versuchen? Ja, natürlich. Ach, so schwer ist das nicht. Ich biete dich. Ich weiß nicht, soll ich höher schießen oder normal? Das geht schon. Das geht schon. Sonst korrigierst du dich halt. Was ist daran so schwer? Nein, das war so gut. Oh nein, 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 nein! Oh, das war knapp. Hä? Scheiße! Ich kann mich sehen. Nein, 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 nein! Oh. Doc, sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Kacke. Er hat sich entdeckt. Nein! Du hättest doch höher ziehen müssen! Du wolltest meine Kinder nennen. Du bist so scheiße! Oh nein, Granaten! Oh! Jetzt kann ich aufstehen. Ja, jetzt kannst du auch wieder aufstehen. Jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Oh, Granate. Heilen. Ich hab mich genau gehalten. Genau. Du bist echt kein Pro-Gamer. Ja, PC. Willst du vielleicht deine Mutter spielen lassen? Die liebe Shanti. Nein, die kann's sie ja noch nicht. Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder die kurze Zwischeninfo. Marcies Mutter heißt die Chantal. Drachen in die Garnison gelockt. Die Liebe. Oh, vielleicht können Sie geh mal zu dem anderen Gebäude dahin. Vielleicht hilft es ja mehr. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder ich glaube, alle haben. Generator, der sich zerstört. Heieieiei. Man müsste dich manchmal schlagen. Versuch mal darüber. Okay. Du brauchst noch nicht hier zu schleichen. Ich schleiche hier. Hat gesehen, ich krieg's anders nicht hin. Weißt du, manchmal so... Watchen, Ohrwatschen. Watchen. Ohrwatschen. Wäre gar nicht mal schlecht. Yeah. Ja, man kann halt nicht von jedem erwarten, dass er sofort Pro-Gamer ist wie ich. Aha. Dafür schieße ich jetzt auch den Drachen. Nein! Und dann? Nein, dann wechseln wir nämlich. Da kriegst du Prügel. Ich zieh mir jetzt eine coole Sonnenbrille. Das ist meine Sonnenbrille. Halt dein Maul. Ich sag's nur. Ich hasse dich. Du zerstörst mein ganzes Leben. Du weißt gar nichts von mir. Ich hoffe, dich noch viel mehr. Du verstehst doch nichts. Und übrigens, ich mag John wirklich. Und du kannst uns nicht verbieten, uns zu treffen. Doch, doch, das kann. Du kannst nicht mein ganzes Leben bestimmen. Hör auf zu reden. Oh. Sag was Witziges. Pups, Pups, Käsefurz. Ich dachte, was Nützliches nicht dort beschreibt. Das kannst du nicht kaputt machen. Die Drachen rein können. Nee, doch, das kannst du. Mit C400 kannst du den scheiß Generator kaputt machen. Hol mal C400 raus. Eins gedrückt halten. Und jetzt. Genau. Linksklick. Oh, genau reingeworfen. Nein, du brauchst, glaube ich, mehr. Mit. Soll ich alles reinwerfen? Ich glaube, das ist der falsche Generator. Oder? Nö. Mit Rechtsklick tust du es wieder... Nee, doch, mit Rechtsklick tust du es dann, glaube ich, auslösen. Wenn du in der Nähe bist. Ich gucke erstmal da rein, nicht, weil ich muss dann, glaube ich, gleich verschwinden, wenn der Drache kommt. Ja. Oh. Das ist hilfreich. Urgent Message. Soll ich? Ja, warum nicht? Geil! Oh, ich muss oben drauf. Jetzt muss da nur noch ein Drache hin.
Doch, der Drache ist schon da. Doc, oder? Sind Sie in Sicherheit? Komm schon, Drache, sei da. Ja, da unten ja. Läuft er. Zufall. Oh, dieses Spiel ist so geil. Such's. Geht doch. Oh, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Du hast ja einen Drache dafür. Ich rutsch trotzdem rein. Weh, der Drache stirbt. Ui. Was will ich jetzt von hinten? Also, man sollte ja echt... Hier in der Gegend sollte man echt Seilrutschen aufbauen. Wie cool wäre das, einfach von seinem Haus runter auf die Straße zu rutschen? Soll ich? Hm, zu weit links. Perfekt. Wie cool wäre das, von seinem Haus runter auf die Straße zu rutschen? Ich fänd's auch ultimativ. Du bist gerade richtig vertieft. Ja, also... Nicht wundern... Das macht nichts. Du bist ein Cybersoldat. Du kannst nicht sterben durch Fallen. Oh. Also bitte. Ich bin so, Ich lieber mal so. Das ist ein Alarm. Du kannst ihn ausschaltern. Sind jetzt alle weg? Wenn ich jetzt hier rausgehe, kommt der genau der Da kannst du nicht raus. Das ist rot. Rot, Signalfarbe. Hallo. Da kannst du nicht raus. Ich guck mir aber gerade den schönen Bogen an. Oh. Hochauflösend. HD, Motherfucker. Hörst du die Schüsse? Nein. Guck mal, da lege ich dich drunter. Eklige Sadomaso-Spiele. Erinnerung, Sie können Cyberherzen benutzen, um den Drachen aus der Garnison zu locken. Toll. Wirf Cyberherzen, um den Drachen rauszulocken. Geh mal an den Ausgang und wirf das dahin. Dabei dahin. Du hast noch eins, du musst unbedingt mehr sammeln. Scheiße. Ich hab mich nicht gesehen, ne? Da ist ein Ausgang, da kannst du es rauswerfen. Da? Ja. Du hast noch eins, sei vorsichtig. Ja. Perfekt! Komm schon, du schaffst es. Oh, die Schraube hier ist schon fast raus. Darf ich auch töten? Nein, das sind deine! Mit R tust du übrigens abbrechen. Ich denke, damit können wir langsam auch die Folge beenden. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt kommt gleich noch ein Dialog, den hören wir uns noch an. Es scheint vorbei zu sein, Sergeant. Dann sollten wir uns mal treffen. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten und ich komme. Koordinaten empfangen. Nimm dir mal die Credits, die da links liegen. Rechts. Hinter dir. Rechts. Ich glaube, ich sammle gleich die Credits. Nein, du machst jetzt eine Pause, du Du setzt dich jetzt hin. Du nimmst jetzt Zeit und verarbeitest das, was du gerade eben erlebt hast, okay? Wir machen jetzt Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Toilettenaufenthalt, einen schönen Tag und einen schönen Abend. Ich finde sie noch. Den hier stecken wir wieder zurück in seine Kita. Nein, die streikt gerade. Der war gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssel. Ciao.